car with a turret. You might... Guys, get into those cars and find the one with a turret. Plug that hard drive into one of the train vault security systems. I should be able to hack it open. God, watch it. God, stay alert. God. God, stay alert. We're past the first lock. Now let's see what's inside. Great. Let's take a peek under the hood. Nice. Good security. But nothing I can't handle. Watch alert the guard. Watch out. Guard. Look out. Guard. Careful. Guard. Watch out! God! Ich möchte mich für die schlechten FPS-Zahlen entschuldigen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Normalerweise habe ich immer 60 FPS, aber seit letzter Zeit... Sunflaps halt einfach fick dich und nimm nur noch in irgendwie 45 FPS auf, wie ihr oben seht. Also ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich hoffe einfach mal, das gibt sich im Bälde wieder. Uff. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich hasse das, wenn die Spastis da so rumcampen und wirklich nichts machen. Also das hast du jetzt mal wieder von mir. God, stay quiet. Don't bloody alert the guard. Watch out. God. God. Don't bloody alert the guard. God, stay back. Look out, God! God! God, stay alert! God, stay back. God, stay quiet. God, stay back. Don't bloody alert the guard. God, stay back. God, stay quiet. God, watch it. Look out, God. God. Stay quiet.
touch it. God, stay quiet. God! Watch out! God! Don't bloody alert the guard! What the fuck? One high-tech, high-value piece of military badass right there. Stay quiet. Hä? What the shit? Ich hatte es noch nie, dass ich... Boah, nee. Das ist diese berühmte 1/8 Chance oder 12,5%. What the fuck? Dreimal? Alter! Oh! Also wenn ich jetzt den Driver kriege, dann habe ich ein kleines Problem. Ein Minime, also wirklich allzu Minime, wirklich. Nur dass ich dann halt entweder die Sachen hier dann stealthen muss oder aber alle Sachen bis ganz dort hinten hinbringen muss. Oh, oh. Und da gibt es eigentlich auch einen relativ easy Trick. Ihr wartet einfach immer in dem Zug, bis irgendwas vorbei ist. Also bis halt alles vorbei ist wieder. Du explodiert der Scheiß nicht mehr wie früher. Oida. Aber die FPS-Einbrüche sind auch echt nicht mehr schön, die ich gerade hab. No. Warum da hinten? Das bedeutet nämlich, wenn ich dann da hinten hier das Device da reinhaue, das Device, doch ja, hinten reinhaue, werde ich die beiden Disconnects hier vorne haben. Das heißt, ich darf jetzt einmal um die komplette Map bis dort hinten hinstelfen, den Scheiß disconnecten, dann wieder ein bisschen zurückstelfen, nur um mir dann sagen zu lassen, dass wahrscheinlich ihr gleich wieder was abkackt. Das hier wird nochmal eine Rolle spielen. Und ich entschuldige mich, ich weiß nicht, warum ich gerade nur noch 37 FPS habe. Ich weiß es echt nicht. Hallo Fraps, krieg dich ein. Ich mach mal ganz kurz einen... Nee, das Blöde ist, ein Cut kann ich nicht machen, weil dann heißt es vielleicht, dass ich nicht am Stück aufnehme, aber... Alter, was ist denn gerade los? Komm jetzt.
Beherrsch dich doch mal. Ey. So, komm jetzt bitte, Spiel, krieg dich wieder ein. Bitte. Hilft alles nicht heute. Ich mache einen super kurzen Cut. Bis gleich. Ich weiß leider echt nicht, was der Verursacher für dieses Problem ist. Sobald ich dann hier drinnen im Wagen bin, mache ich dann wirklich mal einen ganz kurzen Cut und schau mal, dass ich nicht mal vielleicht kurz was irgendwie anders mache. Weil ich denke kaum, dass ihr mit diesen FPS-Zahlen weiterspielen wollt. Ich habe ja schon Probleme und ich denke, für euch ist das als Zuschauer noch viel unangenehmer. Aber jetzt sind meine FPS auf einmal wieder top, oder was? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Dieser Kackzieh wieder. Was macht der da? Der Dumme in der... Ja, komm. Ey, der fängt sich gleich einen Scheiß-Headshot von mir ein, ne? Jetzt kann ich hier nicht knacken, weil dieser... Gelinde gesagt, Hurenbock darum steht und nichts auf die Reihe geschissen kriegt. Ja. Danke, danke Spiel. Ja, ich weiß, es geht nicht. Du bist toll. Verpiss dich, Alter. Er ist weg. Das war knapp. Ich muss jetzt halt ein kleines bisschen schneller knacken, wäre echt schön. Das ging auf meine Leben. Das darf ich nicht nochmal machen. So, ich... Ja, aber klar. Ich mache mal einen ganz, ganz kleinen Cut. Und dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich irgendwie vielleicht Speicherplatz löschen kann oder so. Also, wir sehen uns sofort wieder. Okay, also ich habe jetzt mal kurz was geschaut, aber es hat jetzt eigentlich nichts geändert. Also, da muss ich jetzt mit diesen Kack-FPS-Zahlen weiter stealthen. Also... Ich entschuldige mich, wie gesagt, vielmals dafür. Ich weiß, wenn ich eine Ahnung hätte, woran es liegt, würde ich das ändern. Weil normalerweise kann ich mit Fraps eigentlich aufnehmen, ohne dass da irgendwas passiert oder dass es irgendwie jemanden juckt, aber... Anscheinend halt nicht heute. Dankeschön. Boah, dann fall wenigstens jetzt auch noch hier vorne aus. Sonst darf ich, wenn ich da hinten bin, dann wieder hier vorstelfen. Jetzt schon das große Kotzen, ey. Sekunden, das wird nichts mehr. Früher waren das ja irgendwie 50 Taschen oder so. Und jetzt wurde es ja reduziert, sage ich mal, auf ein absolutes Minimum. Ich weiß nicht, ich finde es auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht. Also diese absolute Reduzierung auf diese extrem geringe Anzahl hat irgendwie Vorteile, Nachteile mit sich gebracht, weil auf der einen Seite war es ja auch früher so, da gab es dieses Feature nicht. Früher musste man sich auf jeden Fall reinbohren. Zusätzlich gab es auch noch die Chance, dass darin ein Dozer spawnt. Und, um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen,
musste man ja, wie gesagt, zu 100% drillen. Und wenn man dann einmal drinne war, hatte man halt diese hochexplosive Munition. Ja, ich wusste es, ihr miesen Wichser. So, da muss man halt schauen, wo man bleibt. Weil das Ding konnte easy, und zwar wirklich ganz, ganz easy, zerstört werden. Da hat es schon gereicht, wenn man die Tasche geschmissen hat. Der einzige Weg, dass wenn man... Was macht denn der Zivi hier? Geht jetzt hier auf Zeltwanderschaft oder was? Hallo? Ey, geht's dir noch gut? Ein Arsch, ey. Oh, dieser eine Sprung von, der hat es mir lebenstechnisch echt gegeben. Also, ich, das ist gerade tatsächlich das erste Mal, dass ich Angst haben muss, in einem Stealth-Heist zu sterben, weil ich zu wenig Leben habe. Rein. So, jetzt wird jetzt zwar nichts mehr unterbrochen werden, aber ich habe momentan keine Ahnung, wie ich zurückkomme, ohne dass ich Gefahr laufe, mir selbst so hart aufs Maul zu geben, dass ich Leben ver... Ach komm, wisst ihr was? Man lebt ja nur einmal, ne? Alter, ich hätte mir vielleicht ein Medkit mitnehmen sollen. Scheiße. Am Ende sterbe ich jetzt noch. Boah, das wäre voll bitter. Oh, fuck. Ey, diese scheiß FPS ficken mich total. Ich habe gerade gedrückt und es hat steuertechnisch einfach komplett versagt. Ich würde mal interessieren, warum ich momentan so schlechte Frames habe. Weil ich kann es mir echt nicht erklären. Jetzt habe ich wieder 60. Jetzt ist wieder alles okay. Jetzt geht's. Aber sobald ich dann rausgehe, dann ist hier wieder... Es funktioniert nicht. Naja. Wie findet ihr eigentlich die neue Heisterin, dieses Sydney? Die habe ich mir jetzt auch gegönnt, mal als Char. Das Ding ist offen, ne? Ja. Oh, bitte, Boot. Bitte, bitte, Boot. Bitte. Ich habe echt mehr Glück als Verstand. Ah, lol. Jetzt habe ich halt echt dieses Ranzboot bekommen, ey. Da fuck. Ich fasse es nicht. Weil ohne Scheiß, jetzt kann ich ja da hinten alles, aber wirklich alles. Diese 10 Taschen kann ich da hinten schon direkt runterschicken. Da muss ich halt die 10 in der Mitte halt noch wegtransportieren. Ich werde also... Mein erstes Ziel wird jetzt hier erstmal sein. Diese Taschen zu dem mittleren Teil zu bringen, hier hin. Wenn ich dann dort bin, die ganzen Taschen dort hinten hin. Wenn alle Taschen da hinten sind, mit der Zipline weg. Das könnte sogar ein Pazifist-Run werden, wenn ich jetzt keine Scheiße mache. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus, jetzt muss ich gleich einer schießen. Boah, das sollte aber extra Punkte geben. Ey. Da werde ich gleich nochmal in meinem Admin hier sprechen. Extra Punkte für Pazifist. Ey, jetzt mal ohne Scheiße, ich habe ja bisher noch nicht mal ein Zivi was zuleide getan. Ey, ohne Witz, Leute, ne? Ich habe eigentlich gerade in diesem Run eigentlich genau die genommen, wo ich eigentlich nie was habe. Und jetzt habe ich da halt was. Es ist irgendwie echt witzig. Gut. Oh fuck. Der Zivi. Den dodge ich. Okay. Gut. Also wir müssen jetzt erstmal wieder warten, bis Captain Kevin hier, der gerade wieder die Achsen eines Waggons begutachtet, geht. Ah, kann ich schon verstehen, Züge sind halt echt schon was Feines, also... Also wer da nicht die... Oh, die ganze Zeit am Wagen rumschnüffelt und guckt, der macht definitiv irgendetwas falsch, ne? Stimmt ihr mir doch zu. Da komme ich jetzt auch nicht lang, weil hier wieder Captain Kevin 2 kommt. Oder geht er die Treppe hoch? Der geht, glaube ich, wieder, oder? Ja, der geht. Don't bloody alert the guard.
Ja, er geht. Er geht komplett. Ich meine, mir kann es noch recht sein. Wie gesagt, ich... Oh. Oho. Er geht die Treppen runter. Alles klar. Oder halt doch nicht. Ey, der trollt mich gerade voll, ne? Habt ihr das gemerkt? Okay. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn es einfach zu gut läuft? Und da war wieder meine Mutter in der Aufnahme. Das muss einfach jedes Mal sein, habe ich irgendwie das Gefühl so. Die beiden werden wir... Oh, da ist wieder ein Zivi. An den beiden kommen wir garantiert nicht vorbei. Also müssen wir jetzt warten. Ich meine, wir haben echt Glück, weil hätten wir jetzt hier hinten den Wagen gehabt, ne? Ich hätte jedes einzelne Teil von da hinten hierher gebracht, damit ich das an das Safe rumbringe. Knappjes. Tja. Boah, den würde ich jetzt zu gerne einen Headshot hier geben. Der scheiß Gelbhelm, der macht mich aggressiv, ey. Das sieht halt auch so geil aus. Als ob der irgendwie einen bläst, ey. Nee, ey. Aber der Kevin müsste jetzt hier gehen, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, der ist gegangen. Ist er halt doch nicht. Okay. Spot bei den halt nicht, wenn ich mich hier hinstelle. Ja, jetzt ruft ja halt doch jemand an. Ja, hallo? Ich hab Kratzer entdeckt. Voll krass, ey. Muss mal Reparatur kommen, Mann. Das macht der bestimmt gerade hier. Ey, jetzt... Der hat sich jetzt dahin gechillt und telefoniert, der Arsch. Nein! Du sollst nicht telefonieren! Ja! Also die gute Nachricht ist, ich darf zwei Leute in diesem Run killen. Die schlechte ist, ich wollte eigentlich Pazifist schaffen. Mann, ey. Aber meine Mutter ist auch wieder so, hey, im Garten, als ob mich das interessiert, Mom. Ernsthaft. Ich wette, das wird auch der einzige sein, den ich getötet habe. Da bin ich so richtig knapp am Pazifist vorbei. Na, und ihn da hinten, naja. Wir warten einfach. Wir haben ja Zeit. Sparen wir die schon mal. Jetzt muss ich mich mal hier richtig hinsetzen. Damit ich jetzt auch keine Scheiße baue. Boah, das ist der einzige Moment gewesen, an dem ich es ja noch hätte verkacken können, was den Pazifisten geht, und ich habe es verkackt. Scheiße. Boah, das kotzt mich jetzt ehrlich gesagt echt ein bisschen an. Ey, das hätte ich echt schon gerne mit Pazifist beendet, aber... Wenn das Universum halt was dagegen hat, beziehungsweise wenn mein PC halt was dagegen hat von den Frames her, dann kann man das nicht ändern. Ich will übrigens nur sagen, dass ich es schlecht finde, dass das hier so langsam dauert. Da kommt hier wieder so ein Zivi, na super. Und da kommt noch eine Guard. Na super. So, das schicke ich hier nochmal mit. Da hinten kann ich jetzt nicht hin, deswegen gehe ich kurz hier hin.
jetzt wieder so einer, der... Ja, der läuft durch. Okay. Dann wird das jetzt noch einen klitzekleinen Moment dauern. Ich bitte um Entschuldigung für die Verzögerung. Sehen Sie währenddessen Sachbeschädigung. Jetzt live. Ich kann hier nicht aufstehen. Boah, das ist ja blöde, ey. Blöde. Wollte ich doch hier durch. Aber ich muss sagen, die Challenge ist tatsächlich, da man keinen töten darf, eigentlich sogar solid. Ich meine, ich hätte, also ohne Scheiß, ich finde das so billig, dass ich jetzt den da hinten echt verkacken musste, ey. Weil das hier, was ich jetzt habe, ist eigentlich die leichteste Konstellation, dass das ist fast unverkackable, ey. Das Einzige, was halt blöd ist, ist, wenn die ganzen Typen dann halt meinen so, die View von hier ist so schön, ich bleib jetzt erstmal ein paar Minuten stehen. Wow. Ich hab das Gefühl, die KI trollt hier einfach nur. Die macht das nur um zu... Oh, nein. Du Arsch, wagst dir. Das sind solche Sachen, die man machen kann, während man darauf wartet, dass diese Leine zurückkommt, ne? Okay, Turret Part. Tja, auf geht's weiterhin. 23 Taschen sind nicht ein Zuckerschlecken, also die müssen halt auch erstmal bewegt werden. Einzige, wo ich gucken muss, dass hier jetzt keiner die Treppe hochkommt, weil der spottet mich ja dann instant. Oder zumindest wird er mich wahrscheinlich instant spotten. Na, sobald hier alles weg ist, hab ich's eigentlich dann, naja. Also sagen wir es so, an dem Moment, wo ich dann hier hinten bei dieser Zipline bin. Das ist der Moment, vor dem ich gerade Schiss hatte. Ja. Was machst du jetzt? Hochkommen wäre jetzt halt ungünstig für mich. Dann muss ich halt zum Mülleimer ausweichen. Okay, er geht wieder. Na, dann passt ja. Ich möchte übrigens nur sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Heist keine Money Bundles gibt. Ich... Oh fuck, zwei. Mach. Ich frag nur noch mal ganz kurz nach. Sind jetzt beide gegangen? Okay. Och, nö. Wir haben wieder einen der Inspektoren. Doch, bei den Motorrädern. Oh. Na, du kleiner Flachwichser. Gut, dann frage ich mich, warum meine... wobei, ich habe schon aufgehört zu fragen, warum meine FPS so scheiße sind. Ich nehme es inzwischen einfach nur noch hin. Komm. Oh, lol. Das war ja mal fast der Fuck-up für mich gerade. Nee. Too risky. Ich muss hier hin. Ja, muss ich definitiv.
Gut, keine Money Bundles, kein gar nichts. Das heißt für mich, heißt es jetzt einfach nur noch das Geduldsspiel spielen und hoffen, dass ich jetzt nicht direkt noch von so einem Kitzki gespottet werde. Noch, nee. Der geht dann gleich wieder hier hinter und chillt sich dann den Rest seiner Tage auf die Eier. Oder halt noch einer. Ja, gut. Haben wir halt hier Doppel-Shadowpack. Aber ich muss auch sagen, ich habe es eigentlich auch erwartet, weil solange wie jetzt hier hinten keiner war, das konnte eigentlich schon fast nicht mehr angehen. Oh, Zivi. Aber der geht auch. Wieso kann ich den Spaß da nicht spotten? Gut, dann ist das jetzt hier die letzte Tasche. Von hier. Und dann halt hier noch die 6, 7, die ich dann noch schicken muss, weil ich bisher keine geschickt habe. Wie sind denn das da noch? Bestimmt einige. Das sieht aus wie 2, ja, 5 mindestens noch. Das ist die einzige Sache, die ich hier an dem Heist tatsächlich überhaupt nicht mag. Das ist diese Zipline. Weil wenn man zum Beispiel die Zipline bei irgendeinem Bankheist nimmt, ne, die man sich da kaufen kann, da geht's halt runter wie sonst was. Hoch geht's zwar langsam, weil man halt das Gewicht hochfährt, aber die Zipline hier, ich meine, guckt euch das doch mal an. Wenn eine alte, gichtkranke Oma mit ihrem Rollstuhl an der Zipline hängen würde, würde die bestimmt schneller sein. Gut, jetzt könnte irgendwie ein Klugscheißer kommen und sagen, ja, die hat auch mehr Masse. Ja, ich weiß, juckt mich nicht. Aber trotzdem. Ich finde, da könnte Payday oder bzw. Overkill mal etwas großzügiger sein. Im Übrigen ist das, glaube ich, auch, wenn man ganz normal spielt, egal ob man normal spielt oder alles macht, dürfte das der längste Heist sein, den man da so spielt. Mit Ausnahme von... zumindest Stealth Heist doch. Wenn man Stealth Heist auf All the Possible geht und alles gut macht, denke ich, ist das der längste. Und nur noch 2 Taschen, wenn ich das richtig sehe. Weil ich habe hier im Durchschnitt, also im Durchschnitt bestimmt, ich denke 45 Minuten Runden trifft es ganz gut. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte bisher immer hier da vorne das Auto. Ich hatte tatsächlich bisher nur 2-mal das Boot beim Escape. Was ich tatsächlich gut und scheiße finde. Weil auf der einen Seite, wenn man halt das Boot als Flucht hat, oder generell als Teil halt so angehen muss, hat man halt 2 Möglichkeiten, wo man halt die Scheiße lang senden kann. Problem ist halt, wenn man halt Pech hat, wobei, was heißt der Pech? Eigentlich sehe ich nur Vorteile im Boot und nur Nachteile in dem scheiß Transport, den ich immer habe. Ich revidiere meine Aussage. Weil der Transport ist voll scheiße. Man kann nur von hier hinten schicken, wenn man dann hier und hier zum Beispiel die Turret-Armo hat und besser nicht hier lang stealth, weil da wurde ich schon mehrmals gespottet, hat man ein Problem. Übrigens, ich finde es schön, dass die Guards nicht mehr die Teile sehen können. Die Bags. Ich weiß nicht, Payday hat sich gebessert. Es hat viele positive Aspekte bekommen, aber ich weiß nicht. Könnte... Ach, ich weiß nicht. Allein schon diese neue Sache ist halt so... worüber kann ich jetzt reden? Ich könnte ja mal... Und zwar, was ich euch mir nochmal erzählen wollte... Hast du bei Dockyards Stealth die Safes aufgemacht? So, ich habe jetzt alles geholt. Eigentlich müsste jetzt ja nur noch weg. Aber so wie ich das sehe, hat das Spiel noch was dagegen und gibt noch mal
seinen letzten Dümmer als der Toaster erlaubt KI-Aufgebot, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Gut, also ich bin da mal safe. So, jetzt, der Rest ist jetzt wieder einfach nur weggeschmeiße. Ihr könnt sehen, dass, aber ich muss echt sagen, unten ist ja mal, also wenn man das Boot hat, ist ja wirklich auf jeden Fall besser, weil oben lang, da braucht man ewig. Da müsst ihr ja wirklich jeden einzelnen Bag wegbringen. Und ihr müsst jedes Mal Angst haben, dass ihr gespottet werdet. Das ist ja hier unten nicht. Hier kann man sie einfach durch die Gegend werfen. Ne, warte, den Turret-Part. Der kommt mit mir, der kommt nämlich gleich hier rein. Früher war es ja dann auch so, dass man dann irgendwie noch ein begrenztes Zeitlimit hatte. Was ich jetzt echt viel besser gelöst finde, weil jetzt hat man keinen Zeitdruck mehr oder irgendwas. Jetzt ist es hier einfach... Papp. Sachen wegwerfen. Ich glaube, früher war es sogar vom Zeitlimit her nicht mehr möglich, All It Possible zu machen im Solo-Stealth. Weil früher musste man ja wirklich alles hier runterbringen. Dann, sobald das dritte Turret-Part drinne war... Sobald das dritte, ja. Sobald der dritte Turret-Part drinne war... Das... Nee, oder? Wie heißt denn das jetzt? So, jedenfalls, sobald die drei Teile hier drinne waren. Die drei Turret-Parts. So. Dann ging ein Timer von, ich glaube, 1,5 Minuten auf Death Wish los. Und dann muss man halt in der Zeit die bestimmten Sachen halt, ich sag mal, wegbringen. So. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt 20 Taschen. Es gibt genau 20 Taschen, das heißt, es muss, also wenn ihr den Heist schaffen wollt, müsst ihr All It Possible machen. Weil es gibt nur 20 Shell-Taschen und ihr braucht 20, damit ihr entkommen könnt. Früher waren es zwar auch 20 Taschen, damit ihr entkommen könnt, aber früher gab es, glaube ich, mindestens 50 Taschen. Nur sind die halt explodiert, wenn ich das gemacht habe. Das hat jetzt einen Schlag getan. Ist jetzt inzwischen nicht mehr so. Deswegen coole Sache. Okay, da ist das Boot ein weiteres Mal. Ich finde auch loot-technisch ist das übrigens auch der Heist, der am allermeisten einbringt. Ich musste kurz überlegen. Also, doch, loot-technisch dürfte er, glaube ich, am... Ja, auf jeden Fall bringt er das am meisten. Ihr guckt euch jetzt schon mal an, wie viel ich habe. Das ist doch crazy. 10 Millionen. Also sagen wir es so, vom Zeitaufwand, Schwierigkeitsgrad und Loot-Verhältnis her würde ich euch auf jeden Fall Murky Station ans Herz legen. Weil Murky Station bringt 10 Millionen in wenigen Minuten. Okay. So. 16 von 20 haben wir jetzt. 17 von 20 haben wir jetzt. Ja, das wäre jetzt noch mein Highlight gewesen, ey. Jetzt noch gespottet werden. Hätte ich ja richtig Bock drauf. Richtig Bock. Und wir haben jetzt ein kleines Problem, denn ich habe einen Bag vergessen. Super. Es ist genau das passiert, was ich überhaupt, was ich gehofft habe, dass nicht passiert. Ich habe eine der scheiß Taschen. Also, die gute Nachricht ist, die kriegen wir richtig schnell raus, weil es gibt ja nur zwei Spots, wo sie sein können. Einmal da und da. Ich sah, okay, hier ist es nicht, dann ist es beim anderen. Ich glaube, ich kenne sogar schon den Spot, wo ich die Tasche übersehen habe. Ja. Den vergesse ich zuverlässig jedes Mal. 40 Minuten haben wir gebraucht, Leute. Jetzt aber endgültig. Ja, jetzt sterbe ich noch, weil ich zu unvorsichtig gespielt habe mit der letzten Tasche. Boah, wäre das bitter. So, jetzt aber wirklich. Das volle Boot. 20 Taschen. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.